Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf dem Kanal. Das Ganze wie immer zusammen mit Games Island. Und ja, wir haben hier noch das Booster-Display vom neuen Hauptset Magic 2014. Wie immer 36 Booster, die ich hiermit zusammen mit euch aufmachen werde. Und wenn ich dazu ein paar Ideen habe, lasse ich euch natürlich wie immer daran teilhaben. Ja, wie will ich das Ganze in dieser Edition aufziehen? Beim letzten Display-Unboxing hat es sich ja, also so wie es sich angehört hat, sehr gut bewährt, ein 6x6 Booster-Unboxing zu machen. Also 6 Videos, a 6 Boostern. Die Videos sind nicht zu kurz, sind auch nicht zu lang. Und ja, ich hoffe, ihr seid da immer noch derselben Meinung. Auf jeden Fall werde ich es diesmal so machen. Lässt sich auch schön aufteilen auf 36. Und ich habe mir einfach mal die ersten 6 Booster rausgeschnappt. Und ja, wollen wir auch direkt mit dem ersten Booster an der Stelle anfangen. Hier keine Zeit verlieren. Die hintersten beiden Karten werde ich wie immer rausnehmen. Ich denke, die Leute, die ein bisschen länger Magic spielen, werden die meisten Karten kennen. Hauptsächlich sind ja dadurch geprägt, dass sie viele Reprints haben. Das bedeutet, Karten, die es schon mal gab, werden einfach erneut gedruckt. Und Act of Treason, schöne Karte. Kreatur des Gegners übernehmen bis zum Ende des Zuges. Das ist auch lustig für 5. Zerstört eine Kreatur, man kriegt dann 3 schwarze Mana in den Pool, die man weiter benutzen kann. Also ich werde nicht zu sehr auf alle Karten eingehen, natürlich wie immer auf die Rares. Und ja, hier geht's los mit dem Elite-Arkanisten. Für 4 Mana 1-1, Mensch-Zauberer. Wenn er das Spielfeld betritt, kann man eine Instant-Karte aus der Hand ins Exil schicken. Und wenn man dann X bezahlt und ihn tappt, kann man die Karte, die man ins Exil geschickt hat, den Spontanzauber kopieren. Und jetzt muss ich einmal gucken. You may cast a copy without paying its mana cost. X is a converted mana cost of the exiled cards. Also, ihr, weiß ich nicht, nehmt einen Lightning Bolt, schickt ihn ins Exil, kostet ein rotes Mana und dann könnt ihr ihn ja, für 1 und tappen dann immer wieder ausspielen. So, die Karten lasse ich mal da hinten. Na, die Kamera ärgert mich mit dem Autofokus. Ich wollte die Karten ja ein bisschen sortieren, weil ich ja später bezüglich unseres Cubes, mit dem wir immer draften auf dem Stream, damit ich ja später das Ganze leichter sortieren kann. So, kommen wir zu Booster Nummer 2. So, die beiden hinteren Karten dürfen wieder zur Seite. Ich versuche es wieder in einer angemessenen Geschwindigkeit auch immer durch die Karten zu gehen, falls dann da jemand doch auf Stopp drücken möchte, um sich die Karte dann genauer anzuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen wie immer habt, ja, könnt ihr sie unter das Video schreiben. Am besten kriegt ihr die Fragen natürlich in unserem Forum auf manabase.de beantwortet. Da sind auch viel mehr Leute und da haben auch alle Ahnung von. Also ihr müsst da nicht immer nur mich fragen. Sanguine Bond, für 5 Mana eine Verzauberung. Immer, wenn man Leben dazukriegt, verliert ein Gegner genauso viel Leben. Ja, ja, man muss ja, man darf ja nicht zu gut in das Display starten. Man darf nicht sofort das ganze Glück verpulvern. So ist da meine Erfahrung. Also ist auf jeden Fall eine schwache Rare. Aber wir haben ja noch einige Booster hier vor uns und ich denke, da wird sich noch einiges zeigen. Ich werde natürlich in den Vlogs dann auch wieder über die ganzen Sachen reden. Predatory Sliver finde ich super geil. Also ich werde auf jeden Fall irgendwie was mit Remazuris bauen. Da gibt es dann bestimmt auch ein Building on a Budget, würde ich mal sagen. Klaustrophobia, Pseudo-Removal, recht gut im Limited, also wenn ihr draftet. Fire Shrieker gibt Doppelschlag. Hall of the Dingsbums, wie heißt das Ding? Hall of the Night Pact. Dann die Pseudo... Das Pseudo-Wasteland und da haben wir noch einen Remazuri, den Bonesize Slither für insgesamt 4 Mana. Ist er 2-2 und alle eure Remazuris haben Doppelschlag. Das ist ein gutes Ding. Der gefällt mir wirklich gut. Doppelschlag ist eine richtig, richtig, richtig gute Fähigkeit, die ihr auf den Kreaturen haben könnt, denke ich. Jeder hat da schon mal mit gespielt, gehe ich jetzt mal von aus. Oder hat dagegen gespielt, da kann man richtig viel Schaden einstecken bzw. dann halt austeilen, je nachdem, auf welcher Seite der Doppelschläger ist. Also es ist eine wirklich starke Fähigkeit und ihr seht, Remazuris sind hier super vertreten. So ein Tipp, bevor ich jetzt das Video gemacht habe, falls ihr auch an Remazuris baut, Hauptfarbe auf grün zu setzen, ist immer ein sehr guter Trick, denn dann kann man eine billige Mana-Base bauen, indem man einfach Ramp-Spells spielt, also Zaubersprüche, wo ihr euch Länder raussuchen könnt. Dann ist es einfacher, die mehrfarbigen Decks zu bauen. Hier gehe ich kurz auf Corrupt ein. Für 6 Mana schießt das Ding so viel Schaden, wie ihr Sümpfe habt. Sehr gut fürs Mono-Schwarze Deck. Da werde ich vielleicht auch nochmal was bauen. Und noch ein Remazuri. Dann haben wir hier noch eine Sensory Deprivation. Deprivation. Entschuldigung, in Foil. Und der Remazuri, der ist für 6, 3, 3. Und alle eure Remazuris kriegen plus 3. Also eigentlich ist selber eine 6, 6er. Ist auf den ersten Blick vielleicht ganz gut, aber
Der ist zu teuer. Man will eigentlich mit Remazurus ein bisschen schneller spielen. Da muss man echt vorsichtig sein, wie man Remazurus-Deck aufbaut. Also nur weil er viel dazu gibt, heißt es nicht, dass er eine gute Karte ist. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Advocate of the Beast. Damit geht's weiter. Scroll Thief, auch eine nette Karte. Undead Minotaur. Nochmal die Deprivation. Gibt einer verzauberten Kreatur minus 3, minus 0. Ist eigentlich ganz okay. Frostbreath finde ich ist eine super Karte. Zwei Kreaturen tappen, sie enttappen eine Runde lang nicht. Wirklich gute Karte. Whitegaze, Verdant Haven rampt auch ein bisschen. Dann der preiswerte Budget-Tutor in Schwarz, die Bolle-Cutor. Kann man sich irgendeine Karte aus dem Deck suchen, auf der Hand nehmen. Bramble Crush, Congregate und da haben wir Awaken the Ancient. Für 4 Mana eine Aura. Man verzaubert ein Gebirge und das Gebirge ist dann eine 7-7 rote Giant-Kreatur mit Eile. Ist, ja, ist okay. Also ist jetzt nicht mega schlecht, aber ist auch nicht die allerbeste Karte. Aber man kriegt halt für 4 Mana eine 7-7er Vanilla-Kreatur. Wenn man rot braucht man eh nicht viel Mana in der Regel. Und dann ein Gebirge damit zu verheizen, ist okay. Man kann das auch eigentlich nur im monoroten Deck spielen, weil dreifach rot in den Kosten ist dann schon ein bisschen teuer. Muss man auf jeden Fall aufpassen bei solchen Karten. Deadly Recluse, super Karte für 2-1-2, Reichweite und Todesberührung. Echt gut, hier haben wir den Budget Snapcaster. Schön Discard Spell, Duress für 1 Mana. Gegner muss die Hand zeigen, man kann eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte darunter abwerfen. Auch super. Cancel als Counter, also ihr seht, hier zeigt sich das klassische Hauptset-Schema, also dass man wirklich von jedem typischen Kartentyp was dabei ist. Blessing und dann haben wir hier den Mindsparker. Im Rare-Slot für 3 Mana ist er 3-2, hat Erstschlag. Und immer wenn ein Gegner einen weißen oder blauen Instant- oder Hexereizauber spielt, fügt der Mindsparker ihm 2 Schaden zu. Ist okay für ein monorotes Deck für 3 Mana, 3-2 Erstschlag, ist okay. Und ist halt auch auf jeden Fall ganz nett gegen Weiß und Blau, was ja im Moment eh recht viel gespielt wird. Und ja, das war auch die letzte Rare. Hier, das sind die ersten 6 Rares. Die erste Ausbeute hier im ersten Video des 6x6 Booster Unboxings und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut euch noch die anderen Videos an, wenn ihr Bock habt und mal gucken, was ich da noch alles öffne. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.